Im alten Ortskern von Elsenfeld ist ein Sanierungsstau unübersehbar. Ein Grund dafür ist die Bedrohung durch Hochwasser und die daraus folgende Planungsunsicherheit für Investoren. Ohne technischen Schutz kann der Markt nicht wirkungsvoll vor Hochwasserereignissen geschützt werden, die über ein HQ20 hinausgehen, also sich alle 20 Jahre wiederholen. Das Schadenspotenzial eines HQ100 würde zu derzeitigen Berechnungen die 20-Millionen-Marke erreichen. Privates Eigentum wäre betroffen, aber auch die öffentliche Infrastruktur, wie Straßen, elektrische Anlagen, Entwässerungsanlagen. Als neuer Bürgermeister des Marktes Elsenfeld liegt mir der Hochwasserschutz hier in Elsenfeld besonders am Herzen. Wir müssen schon sehr, sehr lange zurückschauen, um uns an ein solches zu erinnern. Doch eines wissen wir auch und sehen es auf den Karten des Wasserwirtschaftsamtes. Kommt ein extremes Hochwasser, kommt ein HQ100, dann wird unser alter Ortskern überflutet werden. Unsere Aufgabe als Markt Elsenfeld und meine Aufgabe als Bürgermeister ist zu prüfen und zu erarbeiten, wie sich der Markt Elsenfeld weiterentwickeln kann. Dazu gehört definitiv auch ein möglicher Hochwasserschutz. Auch die Regierung von Unterfranken ist schon lange in den städtebaulichen Planungen eingebunden und berät den Marktgemeinderat. Als Architekt und Referent der Regierung von Unterfranken bin ich zuständig für den Landkreis Miltenberg und somit auch für die Gemeinde Elsenfeld. Uns war es als Vermittler sehr wichtig, dass die Trasse des Hochwasserschutzes sinnvoll geführt wird. Schon seit einiger Zeit arbeiten wir mit der Kommune in Sachen Städtebau eng zusammen. Der geplante Hochwasserschutz bietet großes Potenzial für die Weiterentwicklung, vor allem im baulichen Bestand. Die originäre Funktion des Hochwasserschutzes wird mit einer kleinstrukturierten und familiären Wohnbebauung kombiniert. Die Synergieeffekte können letztlich nur Positives für den Altort mit sich bringen. Eine Investition in Gebäude und Anlagen ohne Hochwasserschutz ist sowohl für private als auch für öffentliche Investoren schwierig. Der Freistaat Bayern hat letztlich ein sehr stark begrenztes Interesse daran, bauliche Anlagen zu finanzieren bzw. zu fördern, die letztlich durch das Hochwasser bedroht sind. Sowohl für die Gemeinde als auch für den privaten Eigentümer bedeutet der zukünftige Hochwasserschutz einfach Planungssicherheit. Im Zuge der Städtebauförderung erhält der Markt Elsenfeld hiermit auch die Möglichkeit, an Fördergelder zu gelangen. Hier soll der Altort gestärkt und aufgewertet werden. Der Hochwasserschutz wird überwiegend vom Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, finanziert. Auch über die Städtebauförderung bekommt der Markt finanzielle Unterstützung. Privatpersonen müssen sich nicht an den Kosten beteiligen. So erging auch der Beschluss des Marktgemeinderates vom 19.11.2020. Wenn der Markt Elsenfeld einen Hochwasserschutz wünscht, dann ist für mich eines ganz klar. Die Kosten eines Hochwasserschutzes können dann nur durch die Allgemeinheit getragen werden. Am 20.12. sollen sich die Bürger entscheiden, ob die Planungen des Wasserwirtschaftsamtes in die nächste Phase gehen können oder der Hochwasserschutz für Elsenfeld verworfen wird. Eine Entscheidung, die den ganzen Markt für lange Zeit signifikant prägen wird. Vergessen wir auch nicht, in den letzten Jahren, seit 2013, haben wir für unseren Altort schon viel erreicht. In Zusammenarbeit mit der Regierung von Unterfranken wurde viel geplant. Wir haben unsere Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen. Lassen Sie uns diesen Weg jetzt weiter beschreiten. Lassen Sie uns positiv in die Zukunft schauen und gemeinsam an einem zukunftsträchtigen Elsenfeld arbeiten. Liebe Elsenfelder, Sie sehen, wir stehen vor einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung. Ich rufe Sie deshalb auf, am 20.12.2020 Ihre Stimme Gewicht zu geben beim Bürgerentscheid für oder gegen den Hochwasserschutz. Egal, ob Sie direkt davon betroffen sind oder nicht, egal, ob Sie in Elsenfeld wohnen oder in einer unserer Ortsteile, nehmen Sie von Ihrer Stimme Gebrauch und entscheiden Sie, wie sich Elsenfeld weiterentwickeln soll.